Ja, hallo. Der Kohl ist kalt. Hallo und herzlich willkommen zu Titanquest Folge 64. Ja, in der letzten Folge haben wir die Salzmine gemacht. Da hat's ja gespukt. Das war hier hinten. Und wir müssen jetzt irgendwie in dieser Richtung weiter. Wir suchen auch immer noch eine Frau. Der Kohl ist kalt. Wer sagt denn das hier? Eine Wurfaxt des Verräters. Naja. Ja, mal schauen, ob wir die in dieser Folge finden. Die soll ja irgendwo auf den westlichen Feldern rumkreuchen. Hier aber auch schon wieder. Das ist schon wieder ganz schön hart hier. Oh. Na, da ist gerade was in den Fluss gefallen. Genau, hier ging es ja weiter. Lemberg. Was haben wir denn hier? Zwergen. Zwerge. Ist das da unten Schlafplatz mitten im Wald? Kommen wir da hin? Zumindest war ich da noch nicht, laut Karte. Was ist da los? Vielleicht ein Geheimnis? Da bin ich jetzt mal neugierig. Nee, da kommt man nicht hin. Jedenfalls nicht von hier aus. Und in der Salzmine war ja kein zweiter Ausgang, ne? Ist schon ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Normalerweise findet ja der Charakter selber einen Weg dahin, wenn man da hinklickt, wenn es jetzt nicht zu weit ist, aber... Oder kommen wir hier vielleicht? Nee, da geht er nicht durch. Aber da unten ist auf jeden Fall so ein kleines Lagerfeuer mit einem Topf und da ist auch eine Liege.
Oh. Jetzt hat mich der Stein erwischt. Remago wird mir oben auf der Karte angezeigt. Ich glaube, die Braunbären ziehen mir Mana ab, oder? Sah eben so aus. Wieder eine Höhle ohne irgendwelchen tieferen Sinn. Nee, halt. Ach, war ja der Eingang. Ah. Bin schon oder noch leicht verwirrt hier heute. Bin gerade frisch von der Arbeit gekommen. Ist schweinekalt draußen. Ich habe mir gerade eben erstmal einen frischen Kaffee gekocht, ne? Wie gesagt, ich muss mich ja ein bisschen aufwärmen hier. Schön hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, in meiner Zelda-Tasse. Richtig nices Ding. Schmeckt der Kaffee gleich viel besser. So. Was haben wir hier? Hier ist ein Schrein. Schrein der Meisterschaft, okay. Siegfrieds Umhang gefunden. Aber hatten wir den nicht schon mal? 81 Rüstung, 31% Elementwiderstand, 11% Wahrscheinlichkeit Angriffen auszuweichen, 10% Wahrscheinlichkeit Geschossen auszuweichen, plus 40% Schaden gegen magische Kreaturen, plus 20% Schadensresistenz gegen magische Kreaturen und plus 1 auf Runenwort Federgewicht. Außerdem verleiht das Ding Wirbelsturm, aktiviert bei wenig Leben. Ja. Erfordert einen Haufen Intelligenz, die wir nicht haben. Auf jeden Fall wieder ein schönes Ding für die Truhe. Was hab ich denn da? Ach, das soll ein Ring sein. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Baumpilz oder sowas. Oh, das sieht auch genial aus da hinten. Ich finde die Gegend hier auch richtig schön. Das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt. Also der Anfang von Ragnarök war ehrlich gesagt für mich so ein bisschen enttäuschend. Aber jetzt hier so, in diesen Gebieten, ja, auch mit den Namen der Städte,
dass wir an der Donau waren und dann jetzt hier Lemberg. Das finde ich total klasse. Ja, nicht wundern, ich hatte in der letzten Folge jetzt den Beutefilter nochmal verändert. Und zwar habe ich den gesetzt auf gewöhnliches Filtern, sodass wir jetzt nur noch ab, ja, ab magisch, also ab gelb alles sehen. Was haben wir denn da oben? Da steht einer. Brigarigos, Ausguck. Können wir den ansprechen? Kommen wir gar nicht hin. Auf jeden Fall scheinen wir jetzt hier das nächste Gebiet aufgedeckt zu haben. Aber immer noch keine Spur von der Frau, die vermisst wird. Der Mann hat immer noch Hunger. Du scheinst mir in Ordnung zu sein. Aber willst du wirklich diese Route nehmen, Fremder? Jenseits dieses Gipfels findest du nur weite Wälder. Das ist der Weg nach Glauberg, ja. Und es gibt ein paar Pfade. Aber sie sind nicht sicher, vor allem nicht für Leute, die sich nicht in der Umgebung auskennen. Schau einmal herunter. Wenn du dich in dem Dickicht verläufst, findest du nie wieder heraus. Das hört sich doch schon mal gut an. Damit hast du mir die Gegend hier nur noch schmackhafter gemacht. Aber nichtsdestotrotz hier, Liebe geht durch den Magen, das meine ich. Der Gerber Orsos in Heuneburg hat Hunger und sucht seine Gemahlin Karomin. Sie ist möglicherweise westlich der Stadt bei den Bauernhöfen. Und, wir sind ja jetzt schon ein ganzes Stück weg von der Stadt, ne? Die Bauernhöfe waren hier. Also ich kann mir nicht vorstellen. Entweder habe ich die verpasst. Aber ich weiß auch nicht. Das lässt mir jetzt aber auch gerade keine Ruhe. Hast du diese Mauern gesehen? Ja, habe ich. Lehmziegel auf. Sei gegrüßt, Fremder. Ich passe auf diese Waren auf, bis mein Meister, der große Druide Artebutz, aus dem Wald zurückkehrt. Kann ich dich für etwas interessieren? So. Bis dann. Das Ding packen Reist wir gleich du nach Norden? In die Kein Kiste. Kein Problem. Ja, ich habe hier richtig aufgeräumt. Ja, ich habe bei TQ Vault. Habe ich jetzt einzelne Truhen erstellt für blaue Rüstung, Oberteile und hast du nicht gesehen, für Set-Gegenstände alles schön sortiert. Ja, da habe ich sowieso immer ein Fable oder eine Macke. Manch einer nennt es auch Macke. Auf Wiedersehen. Grüße, Soldat. Wie ich sehe, bist du den weiten Weg aus dem Süden gekommen. Bist du auf einen richtigen Kampf aus oder auf richtige Beinlinge? Die Gegenstände hier, das fällt mir jetzt erst auf, die er verkauft, die sind ja weit unter meiner Stufe. Spielerstufe 15 erforderlich. Ich weiß gar nicht, ist das normal? Viel Glück, Soldat. Sonst noch was? Und die Ringe hauen mich jetzt auch nicht wirklich um hier. Schwarzes nordländisches Outfit. Habe ich eigentlich schon was Neues mir gekauft? Hier, nehmen wir mal hellblau. Hellblau ist schick. Auf Wiedersehen. Werden wir ja gleich sehen. Ich glaube, wir haben schon. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch tätowiert und haben eine Gesichtsbemalung. So, ich muss jetzt mal gucken, wo war denn der Elise, hä? Wie konntest du mir das antun? Du bist kein Held. Warum? Was ist los? Was habe ich gemacht? Wie konntest du mir das antun? Du bist kein Held. Hätte ich den Ring vielleicht zu ihr zurückbringen sollen aus der Salzmine? Oh Gott, habe ich da was falsch gemacht? Ja, Fremder, ich bin ein Barde, ein Dichter.
Nee, ich suche eigentlich den, den Typen, der seine Frau vermisst. Weil ich mal gucken wollte, ob der mir noch irgendwelche Infos geben kann. Sei gegrüßt, Fremder. Wenn du unseren Häuptling suchst... Nee, den habe ich schon gefunden, danke. Das war der mit der Salzmine, dem ich auch den Ring gegeben habe. Komm vorbei, wenn du wieder einmal in Heuneburg bist. Wo war der denn? Da unten Orsus, ja. Warum du? Na, was weiß ich. Du siehst aus, als kämest du viel herum. Ich will nur wissen, ob du sie gesehen hast. Ein hübsches junges Ding mit roten Haaren und einem grünen Gewand. Auf dem Marktplatz habe ich schon gesucht. Sie könnte bei den Docks sein, um Fisch zu besorgen. Aber sie war in letzter Zeit auch häufig auf den Bauernhöfen. Hast du meine Frau schon gefunden? Nee, ich habe sie tatsächlich noch nicht gefunden. Aber das lässt mir auch keine Ruhe, mein Lieber. So, die Bauernhöfe sind ja hier. Ich habe auch erstmal wieder Gesindel. Also entweder habe ich hier was übersehen. Kann ja gut möglich sein. Randgebiet der Heuneburg. Ich bin ja auch nicht perfekt. Was haben wir da? Mogen, Milchbauer. Kann der mir was sagen? Ein Händler aus dem Norden hat mir diesen Auerochsen. Mit Arubians Segen werde ich Kühe haben, die so stark... Aber man kommt hier auch nicht durch, ne? Die Tore sind zu. Da führt kein Weg rein. Hier steht ein Karren im Weg. Hier unten kommen wir auch nicht durch. Da geht's nicht weiter. Lass doch mal meinen Begleiter in Ruhe. Ja, die Gute wird ja wohl nicht da hinten irgendwo sein, wo ich jetzt gerade aktuell bin. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so weit gelaufen ist. Hier komme ich auch nicht durch. Da ist ein hübsches junges Ding mit roten Haaren und einem grünen Gewand. Aber da komme ich auch nicht rauf. Und ansprechen kann ich die eh nicht. Ey, ich habe keine Ahnung.
Okay, dann lasse ich das jetzt mal. Vielleicht taucht sie im Verlauf des Abenteuers noch auf. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit hier von Heuneburg entfernen. Und hier habe ich doch, glaube ich, auch nichts übersehen, oder? Wir waren ja eigentlich hier überall, haben alles abgegrast. Das mit der einen Frau, die da jetzt meinte, ich bin kein Held, das ärgert mich auch so ein bisschen. Wo ich mich frage, was habe ich da jetzt verkehrt gemacht? Vielleicht hätte ich ihr den Ring geben sollen, den ich in der Salzmine gefunden habe. War das ein Ring? Irgendwas hatte ich ja da gefunden von dem Geist. Und unten bei den Docks, da wird sie ja wohl nicht sein, oder? Weil er gesagt hat, sie ist auch manchmal unten bei den Docks. Können ja gerne mal gucken gehen. Hallo. Hattet ihr eine gute Reise? Ja, ja. War eine schöne Reise. Nee, da ist er auch nicht. Ha! Ich wusste doch, dass du nicht bloß hier bist, um unser Bier zu trinken. Gute Arbeit in der Mine. Ja, danke. Man kommt hier auch nirgendwo durch, ne? Das kann ja... Ne, hier war nur der Typ. Ne, ich hab sie noch nicht gesehen. Keine Ahnung, also... Schau dich um! Ach, ich wollte doch zum Portal. Jetzt hat er die richtige Temperatur. So, ja. Sagt er mir hier sonst noch was? Du scheinst mir in Ordnung zu sein. Aber willst du wirklich diese Route nehmen, Fremde? Nochmal das Gleiche. Ja, ich will die Route nehmen hier. Schrein der Erfahrung nehmen wir mit. Die lassen aber auch alle nichts fallen, ne? Ich habe so das Gefühl, dass ich für diese Gegend hier schon ein recht hohes Level habe. Ich habe ja keine Ahnung, was man hier normalerweise für eine Stufe haben sollte, wenn man hier ankommt. Auf jeden Fall denke ich, die Gegner skalieren mit. Ich habe ja früher bei vielen Rollenspielen immer gelevelt ohne Ende, damit ich dann über dem Level der Gegner war. Was haben wir denn hier? Ein Waldkriecher. Neue Gegner. Oh, hier können wir einen Fluss... Nee, schade. Ich habe gedacht, wir kommen hier einen Fluss entlang. Nur wilde Halbstarke hier. Ja.
Das Geräusch, das klingt immer so, als wenn man jetzt einen richtig tollen Fund gemacht hat hier, ne? Dabei hat man bloß einen Steinhaufen aufgewühlt, umgestoßen. Aber da unten muss was sein. Wir haben doch da diesen Tremago, oder wie der heißt. Oh, jetzt kommen Wölfe. Auf der Karte ist da nichts zu sehen, aber hier oben. Tremango. Nee, Tremago. Habe ich doch recht richtig gelesen. Das ist auch cool gemacht, ne? Dass die Wölfe hier im Rudel kommen. Ah, hier kommen wir auch nicht durch. Schade. Der Stein hier, der sieht verdächtig aus. Wäre das jetzt hier Sacred 2, hätte man den bestimmt durchsuchen können. Ist auch nochmal ein Steinhaufen. Jetzt kommt wieder das Geräusch. Da ist sie! Da ist sie! Ich habe das Vibes-Stück gefunden. Mitten im Wald, bei einem zwielichtigen Typen hier. Ach, ich hab dich gar nicht reinkommen gehört. Du willst wahrscheinlich Jagdzubehör, richtig? Ich habe hier welches. Ja. Deswegen bin ich hier. Na, doll ist die Auswahl aber nicht hier, mein lieber Mann. Du gehst also tiefer in den Wald hinein, richtig? Ja. Er hat mir nur geholfen, Pilze zu sortieren, die ich gesammelt habe. Er kann das richtig gut, weißt du? Hm. Pilze. Versteh schon. Ich habe auch noch ein paar Beeren. Ich gehe wohl besser nach Hause. Ja, Ich gehe wohl besser nach Hause. Dein Mann sucht dich, der hat Hunger. Sprechen wir mal gleich mit ihm hier. So, ich habe gute Kunde. Sie war in der Hütte des Jägers und hat Pilze sortiert? Beim Hammer von Sukellos, ich glaube es nicht. Ich liebe Pilze. Und ich dachte schon, sie wäre mal wieder eingeschnappt. Oder hat sich das Warten gelohnt? Oh, sind die wirklich so blauäugig hier? Pilze, die sind so lecker. Ich hätte netter zu ihr sein sollen. Ja, das auf jeden Fall. Ist die Quest jetzt eigentlich abgeschlossen? Ja, sehr schön. Gut. Wir sollen nach Glauberg oder Glauburg? Glauberg. Oh, ich liebe diese Namen, ja. Da komme ich. Das könnte ich immer wieder sagen. Ich mag die Gegend hier total. Ich mag die Städtenamen. Das Setting, die Gegner. Ah, hier fühle ich mich richtig wohl. Oh, jetzt ist er weg. War noch etwas? Ja. Lass mal sehen, ob du noch was Schönes für mich hast. Ich hätte gern was Grünes, aber. Oh. Essenz von Cernunnos Erhabenheit. Okay. Das ist auch eine schöne Musik hier, ne? Herrlich. Ich hoffe, dass sie nicht bei YouTube wieder rausgeschnitten werden muss. Das hatte ich ja schon mal.
Hey, was bist du denn, eine Nixe? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, okay. Das ist wirklich das reinste Dickicht hier. Ich komm doch hier hoch. Und hier ist eine geheime Höhle. Steht zwar nur Höhleneingang, aber eigentlich, man würde ja nicht vermuten, dass man hier langkommt, oder? Also, schauen wir mal. Vielleicht finden wir da was Nettes. Wölfe. Wir brauchen in dieser Folge auf jeden Fall auch nochmal wieder einen epischen Gegenstand. Wir müssen unsere Quote beibehalten. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass wir in jeder Folge immer was Episches gefunden haben. Ob dem jetzt wirklich so ist, kann ich nicht mal sagen. Ich denke aber eher nicht. Aber wir haben auf jeden Fall schon eine Menge episches Zeug in der Kiste. Legendär gab es ja dann erst auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, ne? Wenn man das Spiel einmal durch hatte. Ja, ein Level Up. So. Jetzt kommt hier wieder ASMR für Spieler. Okay. Was steigern wir denn heute? Wir haben 3 Punkte zur Verfügung. Erhebe dein Schild, um vorübergehend unverwundbar zu sein und im Nahkampf Gegner zu betäuben. Das, stimmt, das war ja nur eine Sekunde Dauer. Angriffsgeschwindigkeit geht auf minus 100%. Also ich glaube, da stehe ich dann einfach nur eine Sekunde rum. Und ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt. Die Dauer erhöht sich nicht. Die Aufladezeit, die geht runter. Aber haben wir sonst bei Geist noch was Schönes, Passives, was ich vielleicht steigern könnte? Das hier, das habe ich auch noch nicht weiter. Minus 11% Rüstungsabsorption. Blutungs, ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. Da haben wir jetzt schon 2-5%. 10% Schadensreduktion für eine Sekunde. Machen wir das mal? Ich hatte das, glaube ich, damals bei meinen anderen Charakteren auch immer bis auf Maximum gesteigert, weil ich das ganz nützlich fand. Da gab es aber auch noch keine Flüche. Schon wieder ein Händler.
Überall diese natürlichen Barrieren hier. Was ich hier mache? Wonach sieht es denn aus? Du weißt sicher nicht, dass wir Dvergre in alle neuen Welten für unsere Handwerkskunst bekannt sind. Und wir haben einen Weg gefunden, nach Belieben überall hinzureisen. Außer nach Asgard. Dafür hat Wotan gesorgt. Asgard. So, was haben wir denn hier? Du hast auf jeden Fall interessanten Schmuck. Von der Optik her. 12% Elementarschäden und 94% Zaubergeschwindigkeit. Dass der mir jetzt nicht viel nutzt, war mir schon klar. Lass mal von dir hören. Ja. Mach ich. Ich weiß jetzt gerade schon wieder nicht, wo wir lang gehen sollen. Da unten habe ich auf jeden Fall noch eine Höhle am Wasser. Heiliger Wendel. Wendelring oder Wendel? Wendelring. Minus 46% Leben, minus 18% Gesundheitsregeneration und plus 32% Erfahrung. So ein ähnliches Ding hatten wir ja schon mal, ne? Meine Gesundheitsregeneration ist bei 0. Obwohl das nur minus 18 anzeigt. Also eigentlich dürfte die gar nicht auf 0 gehen, weil ich habe ja jetzt eine von 23,75 und 18 abgezogen, dann bin ich nicht bei 0. Und das Ding selber hat ja keine Gesundheitsregeneration drauf. Also theoretisch dürfte das kein Nullwert werden. Hier ist die Höhle. Na, kommt noch einer. Noch einer. Wo kommen die denn alle her? In die Höhle. Jetzt haben wir hier auch wieder die Würmer aus Akt 1. Oder waren die aus Akt 2? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in der Wüste hatten wir die auch, ne? Na, gerade. Was haben wir hier eingesammelt? Achso, das haben wir ja schon einmal. Yeah.
Nice. Wir haben den Knochenbrecherpanzer. 153 Rüstung, 30% Blitzwiderstand, 23% Blutungsschaden dazu und 10% Schadensresistenz gegen Pflanzen. Okay. Mein Schaden verändert sich jetzt nicht. Ich habe eine ganze Menge Verteidigungsqualität auf der anderen Rüstung drauf. Hier steht jetzt aber auch leider nicht der Prozentwert. Geht doll runter, ne? Ich sehe zwar schick aus, echt schnieke. Aber ich müsste das Rebengewächs auf jeden Fall hier noch mit drauf zaubern. Weil ansonsten ist meine Gesundheitsregeneration doch schon arg im Keller. Machen wir das schnell? Ich würde sagen, ja, oder? Aber so finde ich die Rüstung schon echt nice. Ich muss mal gucken, habe ich noch du nach Norden? Kein Problem. Rebengewächs hier. Hier, ne? Nee, Skiftsack. Wie sieht ein Rebengewächs jetzt? Das war doch... Ach, hier. Ja, hab ich. Cool. Bis zum nächsten Mal. Könnte man mit Sicherheit auch was anderes draufzaubern. Oh. Was ist da los? Ach, der Bonus ist nicht derselbe. Oh. Haben wir hier einen Verzauberer? War hier einer? Ich weiß gar nicht mehr. Verzauberer. Ja, da hinten. Ah, das wird jetzt ein teurer Spaß. Das eine Relikt muss ich zerstören. Und bei dem anderen muss ich die Rüstung zerstören. Also hier bitte den Gegenstand zurückgewinnen. $23,75. So, hier brauche ich das Relikt. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Ja, nice. Schönes Teil. Es sieht aus, als wenn ich humpel. Ich akzeptiere viele verschiedene Münzen. Verschiedene Zahlungsmittel. Komm bald wieder. Tränke mit hiesigen Kräutern. Von Meister Artebutz persönlich gebraut. Ist mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. So. Weiter geht's. Spannend. Da haben wir auch auf jeden Fall wieder was Schönes gefunden in dieser Folge. Es war jetzt nicht episches, aber nichts Episches. Sorry für meine Ausdrucksweise. Das gewöhnt man sich leider immer sehr schnell an. Dieses Ick und Kannste und Haste. So. Höhle ist erforscht. Ich weiß gar nicht, war jetzt da oben noch ein... Ja, da kommt noch ein Brunnen der Wiedergeburt. Ich werde mit der Rüstung auf jeden Fall öfter getroffen, weil die Verteidigungsqualität ist ja halt jetzt auch ein bisschen runtergegangen.
die beeinflusst halt eine ganze Menge. Gut, hier haben wir dann anscheinend alles aufgedeckt. Oh. Zwillingsaxt des Verzehrens. Den Trolllager haben wir jetzt erreicht. Ich dachte eigentlich, hier gibt es nochmal einen Brunnen der Wiedergeburt. Oder, nee, habe ich den noch gar nicht aktiviert da unten, oder? Also wenn die das Ding werfen, das macht schon eine ganze Menge mehr Schaden, als wenn die damit zuhauen. Ich muss da noch runter zum Brunnen. Nee, den hatte ich tatsächlich noch nicht aktiviert. Das wäre ja fatal geworden für die nächste Folge.
Aber hier kommt man auch nirgendwo rein. Schade. Ich habe gedacht, ich finde hier noch ein Secret oder sowas. So einen dichten Wald hatten wir im ganzen Spiel noch nicht. Ist richtig gut gemacht hier. Oh, ein Waldkoloss. ASMR. Was ist das hier? Eine Treppe? Artebutz, der alte Druide. Ja. Stimmt, der war ja... war der wirklich am Misteln suchen? Oder hat der nur gesagt, dass der Kräuter sammelt ist? Oh! Sei gegrüßt, Wanderer. Was tust du hier so tief in diesem gefährlichen Wald? Ich bin Artebutz, Druide des Zirkels von Heuneburg. Ich kenne den Wald gut und bin mit vielen seiner Geschöpfe befreundet. Außer mit den Trollen. Garstige Gesellen können sie sein. Meist ist es nicht schwierig, ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie zu verscheuchen. Aber gestern... Als ich gerade Mistelzweige schnitt, stand plötzlich der größte Troll, den ich je gesehen habe, schnüffelnd unter meinem Baum. Als er nach mir griff, schlug ich mit meiner Sichel gegen seine Hand. Aber er spürte es kaum. Glücklicherweise schien er goldene Gegenstände zu mögen. Denn nachdem er mir die Sichel aus den Händen gerissen hatte, war er davon so fasziniert, dass er mich völlig vergaß und damit davonspazierte. Du hast meine Sichel nicht zufällig gesehen, nehme ich an. Vermutlich hat die Kreatur sie in ihr stinkendes Versteck geschleppt. Okay. Wir haben wieder eine Aufgabe, wir haben wieder ein Ziel. Aber ich habe jetzt hier keine Höhle in der Nähe gesehen. Also, entweder läuft der Troll hier irgendwo im Wald rum. Oder das kommt noch. ASMR. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nicht von Trollen. Die können auch echt gefährlich werden, wenn die zuhauf kommen, ne? So, wir sind jetzt hier im Trolllager, wo wir von unten vorhin schon reingekommen sind. Also hier. Da ist eine große Kiste. Na, ich wollte gerade sagen, das nächste Secret.
Gibt hier bestimmt auch viele Hinkelsteine. So, wir haben den nächsten Brunnen der Wiedergeburt schon mal aktiviert. Das ist gut. Jetzt müssen wir bloß noch den großen Troll finden, der ja die goldene Sichel hat. Aber der scheint nicht hier zu sein. Es geht doch wohl noch ein Stückchen weiter. Da oben habe ich... Ah, die Höhle des Trollkönigs. Okay. Mal schauen, kommen wir da direkt hin? Ja. Trollsknüppler. Gut, das war jetzt zu erwarten, dass das Ding gegen meine aktuelle Waffe nicht ankommt. Na, haben wir jetzt hier den... Da ist er. Der hat einen Baum in der Hand. Hat jetzt aber nicht die goldene Sichel fallen lassen, ne? Ach, hat er die hier im Knochenhaufen versteckt oder wie? Ja. Da ist er. Ein feines Werkzeug mit goldener Klinge, wie es von keltischen Druiden verwendet wird. Aufgabengegenstand. Ja, ich habe so gehofft, dass wir hier nochmal was Episches finden. Aber okay. So, dann werden wir mal zurück zu Miraculix. Nee, natürlich nicht. Wie hieß denn der nochmal? Oh, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall werden wir schnell nochmal die goldene Sichel abliefern. War ja auch gleich hier um der Ecke irgendwo, ne? Hier? Nee. Wo war denn das? Ich musste hier irgendwo... Da, genau. Ich musste doch hier irgendwo hoch. Jawollo. Du hast also meine goldene Sichel in der Höhle dieses Trolls gefunden und ihn getötet? Beim Teutates, du musst ein mächtiger Krieger sein. Mal sehen, wie ich dich belohnen kann. Mit einem Fläschchen Zaubertrank beim Teutates. Ha.
30.000 Erfahrung isolierender Sargus der Essenz. Ah, okay, ist eine Rüstung. Naja. Sehr schön. Artebutz, genau, so hieß er. Artebutz der Druide. So. Wenn du Fragen hast, sag einfach Bescheid. Mach ich. Ist mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Transport gen Osten nach Illyrien, gen Westen nach Iberien. So, keine haben wir schon wieder Bank. Zwei Gegenstände unsere für die Straße. Truhe. 15% Stärke, 7% Leben. Ja, das hilft mir jetzt nicht wirklich. Auf Wiedersehen. Probier mal dies. Also der hatte hier, glaube ich, auch noch nie grüne Gegenstände im Angebot, oder? Außer jetzt Waffen, aber bei Rüstungen. Da sieht's echt mau aus. Schade eigentlich. Möge Teutates dir Stärke verleihen. Ja, danke. Okay, so, wieder eine schöne Folge hinter uns gebracht. Hat mir echt gut gefallen. Wir haben die vermisste Frau gefunden. Ja, der Mann muss nicht mehr Hunger leiden. Wir haben die goldene Sichel gefunden. Alles paletti. Und ja, wir machen dann in der nächsten Episode da oben im Trolllager weiter. Bin ich mal gespannt, wohin die Reise hier noch geht, ne? Ich hoffe, dass das sich durch diese Art von Gebiet noch lange, lange zieht. Weil das macht mir hier echt Spaß, ne? Das ist ein richtig schöner Akt hier. Richtig tolle Gegend. Ja, hier hatten wir ja den Brunnen der Wiedergeburt. Den erkennt man hier auf der Karte auch richtig schön. Und dann, ja, erkunden wir dann hier erstmal in der nächsten Episode weiter das Gebiet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich guck mal ganz schnell, ob der eine Typ hier noch eine neue Quest hat. Der hat doch gesagt gehabt, wenn die Zeit ran ist oder irgendwie sowas, hat er vielleicht noch andere Aufgaben für mich. Mal gucken. Ich will hier nichts verpassen. Hier, der von der Salzmine. Komm vorbei, wenn du wieder einmal in Heuneburg bist. Vielleicht habe ich für einen zuverlässigen Krieger wie dich noch mehr Arbeit. Okay. Komm vorbei, wenn du wieder einmal in Heuneburg... Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr kennt das, wenn ihr wollt. Dann sehen wir uns.